Ja, dann schauen wir gleich mal. Socials. Hunter, man kann nicht immer gewinnen und Tja, Hunter muss schleunigst am Bett umkommen, sonst darf er auf der Bank Platz nehmen. Ja, das stimmt allerdings. Mit der Training. Gute Neuigkeiten, heute ist trainingsfrei. Na? Was für ein Typ. So, Freistoß kommt nach und Volleys. Die ziehen wir mal schnell durch. Jawohl. Die Frisur sieht gerade ein bisschen komisch aus bei Hunter. So, als wenn so hoch toupiert hätte. Ja, der war wieder gut. Oh, der geht in die Mauer. Oh, doch nicht. Wir haben noch 10 Sekunden. Kann man noch mal so einen Schuss probieren. Okay. Wie gesagt, probieren. Hier geht's eh nicht. Hier machen wir noch mal ein Einständchen. Jawohl. Und jetzt probieren wir das Ganze mit Volleys. Ja. Schönes. Oh, ganz knapp vorbei. Wo nennt er den mit dem Kopf? Das war kein Volley. War auch schlecht. Egal, weiter geht's. Wir sind ja auch zurzeit nicht in Form. Da können wir auch mal Mist bauen. Aber Stärke und Schusskraft geht trotzdem nach oben. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Wir holen uns aus. So, weiter geht's. Drei Tore, ach ja, den Bürger vom Bock drauf. So, ich habe gerade überlegt, wo ich drin getrunken habe. In 15 Stunden endet die Transferperiode. Und es ist immer noch nicht klar, ob Alexander Sensationswechsel zu Real Madrid auch tatsächlich. Okay, okay, ich komme ja. Der wahrhaftige Superagent Michael Taylor. Wo muss ich unterschreiben? Du musst sofort mitkommen. Warum? Was? Warte! Los! Schließt du in dem Schlüssel mit. Okay, hat er. Komm schon, Fahrmensch! Alles dicht. Okay, Mike. Du machst mir langsam Angst. Was ist bitte los? Wir wurden verarscht. Der Agent, mit dem ich Kontakt hatte, ist ein richtiger Gauner. Nein. Beweg dich! Nein. Du meinst Real will mich nicht haben? Der Typ ist einer dieser Pseudo-Berater, ein absoluter Fake. Einer von den Typen, die Scheinverträge zwischen Spielern und Clubs schließen. Real hatte zu keinem Zeitpunkt. Fuck! Michael! Mach schon! Wo fahren wir überhaupt hin, Mann? Wir müssen deine Karriere. Und hier hat die Demo geendet. Bitte versteht, dass diese Geschichte dem Club enorm schadet. Wir mussten davon ausgehen, dass das Angebot echt ist. Das verstehe ich, aber dennoch hat Alex um einen Wechsel gebeten. Mein Herz schlägt immer noch, unverändert, für diesen Club. Schön für dich. Der Manager sieht das leider anders. Es tut mir sehr leid, aber seiner Meinung nach gehörst du nicht mehr zur ersten Mannschaft, Alex. Ab jetzt trainierst du mit dem Team. Was für ein Blödsinn, er hat den Club zum Erfolg geführt. Dennoch, die Entscheidung steht. Okay, keine Sorge, Alex. Wir haben noch andere Angebote und 12 Stunden, um uns zu entscheiden.
Allerdings nur, solange der neue Verein nicht in der Premier League oder im Europacup spielt, sind wir für Gespräche offen. Ein Wechsel zu einem Rivalen ist ausgeschlossen. Sie wollen etwa ein Vermögen ausschlagen? Der Markt spielt gerade verrückt und wir werden uns nur auf Deals einlassen, die nur einem nützen, nämlich uns. Tja, das kommt davon, wenn man mit dem Feuer spielt, ne? Michael und Hunter. Ja, tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Ich rufe zurück, ja? Ja, wenn du das unterschrieben hast. Ich bin so stolz auf dich. Wir haben bis Mitternacht. Wir finden schon was. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt für Angebote rein trudeln. Ich hab's versucht. Das war alles deine Idee. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, das wird klappen. Er hat so authentisch geklungen. Deinetwegen ist meine Karriere jetzt zu Ende. Und die Nationalmannschaft kann ich jetzt auch vergessen. Ich hab einen Fehler gemacht. Weißt du, ich meine... Weißt du, vielleicht wollte ich es einfach zu sehr... Bitte was? Sei mal ehrlich, Alex. Wie viele Superstars vertrete ich gerade? Hm? Früher hat ständig das Telefon geklingelt. Die Stars wollten alle bei mir unter Vertrag stehen. Aber jetzt? Jetzt, wenn keiner das Telefon hat. Ich krieg einfach nichts mehr. Als das mit Gareth schief ging, war alles fast verloren und ich musste was tun. Ich muss zurück. Du meinst das ernst, ja? Ich habe alles für dich getan. Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt dann, hä? Glaub mir bitte. Ich wollte für dich das Beste. Tut mir leid. Nein. Deine Entschuldigung bringt mir keinen neuen Verein. Ich wollte Michael jetzt nicht folgen, das wäre Quatsch gewesen. Oh Gott, das... Ach, telefonieren wir jetzt mit Tablet. Dad. Also, du rufst echt immer in den unpassendsten Momenten an, weißt du? Suchst du noch einen neuen Club? Was? Ja. Aber jetzt ist es zu spät. Es ist nie zu spät, Alex. Gib mir nur 5 Minuten, mehr will ich nicht. Ich habe hier jemanden, der mit dir reden will. Wie geht es dir, Alex? Javier González. Sardes kennst du sicher noch. Oder nicht? Ja. Du suchst also nach einem neuen Verein. Wie der Zufall so will... haben wir momentan Verletzungspech. Wir suchen einen neuen Stürmer, um noch in die MLS-Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich klingt das nach einer perfekten Gelegenheit. Bei Interesse können wir uns einigen, ist da bien? Aber wir brauchen jetzt eine Antwort. Alex, das kann dir echt helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Ja, da hat er recht. Harold, würdest du mit mir arbeiten, wenn Alex ja sagt? Wenn es Alex hilft, sicher. Ich bin nicht sicher. Das geht mir alles ein bisschen schnell. Es ist die Chance für einen Neubeginn. Also, Alex, was wirst du machen? Wirst du mit den Kids trainieren? Oder willst du der Welt bei den LA Galaxy zeigen, was du so drauf hast? Tja, also LA Galaxy. Pff. Das wäre ja wohl der letzte Verein gewesen, wenn ich hingewechselt wäre. Oh, wir haben das Tattoo leider nicht bekommen. Die Journey fortsetzen. Also jetzt zu den LA Galaxy. Naja, Begeisterung sieht anders aus, wenn ich ehrlich bin.
wenigstens haben sie schöne Farben. Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, this sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. Step up, center. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my offseason, and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league. You have Vinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming here. Naja, mal schauen, was es jetzt wird in der USA. Uff. Also vom Prestige her hätte ich mir eine andere Liga gewünscht. Aber Kapitel 3, neue Welt. Wenn wir ehrlich sind, nach dem ganzen Theater können wir froh sein, wenn wir überhaupt irgendwo erste Mannschaft spielen. Ja. Wer ist denn das? Du bist Alex Hunter. Gibt's hier keine Security? Ach, weißt du, ich habe Beziehungen. Ich werde mal nachsehen, wo Alex bleibt. Oha. Was machst denn du hier? Mich nerven, Dad. Komm schon, verschwinde jetzt. Du bist ja nervöser als ich. Ja, alles gut. Komm jetzt. Showtime. Cool. Na, dann wollen wir gleich mal am neuen Verein zeigen, was wir drauf haben. Gehen wir jetzt mit Dad zusammen aufs Feld. Oh, Thierry Henry. Alexander? Thierry. How is it going? Thierry Henry? Hör auf, wow. Was machst du denn hier? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Ja, ja, das wäre wirklich super. Dankeschön. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. Danke. Wir sehen uns nachher. Jo. So, jetzt macht ihr auf das Platz hier. Snatchen. Das war ziemlich beeindruckend. Hey, Alex. Ich wollte dir nur sagen, also, ich bin vielen stolz Dank auf dafür. Dich. Naja, einer musste ja einspringen, nachdem Michael Mist gebaut hat. Unglaublich, dass du nicht gefeuert Jeder hast. Jeder verdient eine zweite Richtig. Chance. Der die Premier League im Sturm erobert und gezeigt hat, dass er eines der größten Stürmertalente in Europa ist. Los geht's. Gib alles. Alex Hunter. Das ist die Spielaufstellung, glaube ich, gewesen jetzt, ne? Ja. Ach, lustig. Da müssen wir entschieden. Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Hahaha. Warum müssen wir eigentlich hier so einen Quark machen?
geklappt. Das ist die beste Vorstellung ist das gerade nicht, weil wir starten, ne? Aber. Zum Abschluss nochmal die Mauer geklappt. Okay. Ich werde dich vermissen, Hunter, aber ich weiß, dass du bei den LA Galaxy große Erfolge feiern musst. Glück haben, Hunter. Dann zeigt man, dass der Verein zu Recht große Stück auf dich setzt. Kann Hunter die Wende bei den LA Galaxy schaffen? Wir werden es herausfinden. Mit deinem Abschied bin ich zwar nicht einverstanden, Hunter, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Hunter, bleib und kämpf. Kein Grund, das Land zu wechseln. Ist dir die Premier League zu schwer, Hunter? Zu schwer. Er ist schon wieder auf der Lappen. Jo, Party. Disco, Disco. Hey. Hat schon was, wenn man ohne ein, also ohne sich anzustellen einfach reinkommt. Hey, Alex. Hey. Glad you came. Danke für die Einladung. You alright? Need anything? Nein, Mann, alles okay. Die Aussicht ist. Yeah. Unglaublich. It's Hollywood. It's hard to do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. Wahnsinn. Hey, man. Welcome to LA. Ach, da war schon der erste Basketballstar. So, was Socials? Frage, wird Hunter im Aufgebot sein? Antwort, kein Schimmer, aber ich mag den Jungen. So, Shiro, alle Augen auf Hunter gerichtet. Meine auch. Durch den Zeitunterschied schlafe ich immer, wenn du spielst, Hunter. Ist aber vielleicht auch besser so. Ach, sei ein Typ, Alter. Ich freue mich auf dein Debüt heute, Hunter. Ich wünschte, ich wäre selber im Stand. Ich wünsche dir ein überragendes Debüt, Hunter. Und hier ist Hunter übergeschnappt. Der hat gerade den FA Cup gewonnen. Stimmt doch gar nicht, wir haben den gar nicht gewonnen. Warum gehst du, Hunter? Bitte bleib und gib deinen Platz im Team. Da steckt doch bestimmt mehr hinter dieser Sache mit Hunter. Sein Verein lässt den doch nicht einfach so gehen. Ja, so war es aber halt auch. Wir spielen gegen Portland. Fehlende Konstanz. Das ist unsere größte Schwäche. Das müssen wir dringend ändern. Heute geht's nur um dieses Spiel. Um dieses Ergebnis. Ein Team und ein Sieg gemeinsam. Wenn ihr heute gewinnt, dann sind die Playoffs in Reichweite. Alex, da du noch nicht mitgemacht hast, bleibst du heute leider auf der Bank. Aber sei bereit. Vielleicht kommst du ja rein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir uns gleich wieder umziehen. Zurück nach Liverpool fahren. Na gut, dann schauen wir mal, was passiert. Wir sollen eine Partie mit einer neuen Frisur gestalten. Oh, Scheiße, das war ein Quark. Das ist ein bekloppter Aufgabe. Well, 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 look who it is. I heard you were out late last night. So, war das nicht? You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. Ach, so ein Schwätzer. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir begrüßen Sie aus Los Angeles. Wo alle nur über ein Thema reden, über den Wechsel von Alex Hunter. Heute zum ersten Mal im neuen Trikot. Aber noch auf der Bank. Freunde der Leichtbekleidung und deswegen schauen wir uns das Ding erstmal von außen an. Portland kommt. Da ist Platz. Vorbei. Oh, drüber. Was für eine Chance. Oh, Galaxy, ja, die hat. Oh, was war das? Hast du gefeiert oder was? Zur Halbzeit hier alles ausgeglichen. Okay, Halbzeit 0-0. LA muss aufpassen. Super geklärt. Schöner Pass. Oh, ja, 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 ja. Den dürfen die eigentlich nicht vergeben. Das wird doch. So an sich eigentlich ein schönes Stadion, wenn ich ehrlich bin. Guter Pass, da der Platz. Jetzt vielleicht?
Das muss mindestens Gelb geben. Da geht er viel zu hart hin. Oh, 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 könnte sich verletzt haben. Kommt jetzt Alex Hunter? Oh, cool. Jetzt werden wir eingewechselt. Was auf jetzt noch mit dem Freistoß schießen, ey. Das wäre ja wohl Burner. Alex. Alex. Soweit. Ich sag alles. Ich sag alles das Gleiche. So wir haben uns doch noch gar nicht warm gemacht. Wir sind nicht einfach von Anfang an schon warm. Holt ihr zwei Vorlagen. Was hast du zwei Vorlagen gemacht? Ach du liebes bisschen. So. Jetzt sind wir also offiziell Teil von LA Galaxy. Ja? I saw your little showcase. But can you do it when it counts? Wir haben doch totale Gülle gemacht beim Vorbereitung. Ach du liebes Biss. So, erstmal ein bisschen sprayen der Schiri jetzt gleich unten. Schuhe wieder neu lackieren. Hunter kommt in die Partie. Sehr ausgeglichene Partie bis hierhin, aber sie welches wollen Bond? Natürlich mehr. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Hunter hier oder? Die Entscheidung bringt. Dann noch. Ah, okay. Sonst wäre er nämlich aufs Tor gegangen. Haben mich schon gewundert, wo das Ding gelandet ist. Linkes zentrales Mittelfeld. Das ist eine Quad-Position. So, Ecke. Oh. Alex Hunter. Sah fast schon nach dem Tor, aber nichts ist. Ach, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Der Trainer wird wechseln. Linkes zentrales Mittelfeld. Da muss erstmal eine neue Gewöhnung für uns. Valeri. So, wie viel Zeit haben wir noch? 57 Minuten. Da geht er dazwischen. Sades. Da. Jetzt müssen Sie aufpassen. Zulässig, zu locker. Aber der ist doch nicht weitergelaufen. Sonst hätte ich ihm das Ding mal in Lauf spielen Schnacke. Können, aber so. Naja, gut, okay. Valeri. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ja, aber der sollte da nie neben durchkommen. Oh, Ecke. Gott, da passt er auf, Ball geklärt. Und jetzt kommt Jermaine Jones rein. Den müssten wir ja noch kennen. Den kennen wir allgemein noch, ne? Ich sag nur Schalke 04. Da kommt die Ecke. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Jetzt. Oder ist der Torwart da? Er hält das Unentschieden fest. Schön nach außen gespielt. Das seine Torchance. Kann abseits. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Paul. Valeri. Na, lass sie doch ruhig mal ein bisschen rumspielen. Noch ist das ungefährlich. Solange die Jungs an ihren wird's Männern jetzt bleiben. Gefährlich. Boah. Alessandrini. Sieht so an sich ganz gut aus. Dem Hund gefällt's nicht. Power. Aber irgendwie kommt da jetzt gerade nichts so. Also nach vorne hin. Nicht. Hinten haben wir das Ding eigentlich unter Kontrolle. Aber beim Rausspielen, das stimmt, da haben sie ein bisschen Probleme. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Oh, der Typ hier, ey, blockt mich schon wieder ohne Ende. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und direkt zurückgespielt. Alex Hunter. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Alex Hunter jetzt. Oha. Da passt auf. Flagge kommt ganz weit. Es gibt noch mal eine Ecke. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Jetzt kommt Dos Santos rein.
Och, nee, wo köpft das Ding hin? Und da ist der Ball wieder weg. Warum köpft er nicht zu uns? Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Nix da, Konter. Rodgers. Da war ich die Chance. Jones. Dos Santos. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Das könnte gefährlich werden. Nee, das ist ja eine Gurke von den Jungs hier. Powell. Valeri. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Also ein Sieg sollte schon rauskommen. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Ganz stark. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise so in die untere Ecke. Und da gab's dann auch... Spätestens jetzt sollten Sie schon wissen, dass wir im linken zentralen Mittelfeld nichts zu suchen haben als Spieler. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dos Santos. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft. Oh, was ist denn das für ein Pass? Oh, das ist eine Katastrophe. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Star werden. Ja, LA Galaxy. Für ein Scheiß. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Powell. Man merkt schon, es ist ein bisschen unzufrieden mit der Ball von LA Galaxy. Ach nee. Junge, Junge, Michael. Da ist uns was eingebrockt. Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Du Bob! Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Ich glaube, ja, er hat Party gemacht. Jetzt kommt Kopfball gewinnt. Nochmal eine Chance jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Oh, das Bällchen. Da verlieren sie den Ball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr. Das Ding nicht flach nach vorne. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. Oh, Vier Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Klar, dass die Fans hier jetzt nochmal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Chara. Also 6,0 sollten wir ja mindestens erreichen. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ey! Oh. Macht er ihn! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Stehst halt auch. Jetzt schießt er! Junge. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der Ball wird weit gesehen. Vorbei. Stand viel halt auch zu nur daneben. Das war echt bitter. Ja, Spiel vorbei. Der Schlusspfiff in dieser Partie. Das war's. Bittere Niederlage heute. Jetzt wird es natürlich Diskussionen geben. Vor allem, was Hunter angeht. Heute torlos geblieben. Was sollen wir denn im zentralen Mittelfeld meine bitte machen? War, dass sie ein bisschen unglücklich verloren haben. Oder was? Ja, das war eine knappe Sache am Ende. Sieht man hier am Ergebnis. Hat wenig gefehlt, dann hätten sie hier was mitnehmen können. Wir haben auf jeden Fall unsere Spielleistung oben geschafft. Den Rest zwar hier nicht, Spieler als Team. Wir haben zwei Vorlagen, können wir ja schlecht machen, wenn da vorne nichts geht. Hier, der Freistoß wäre definitiv aufs Tor gekommen, wenn er den da nicht ausgeköpft hätte. Schade. An uns lag's nicht. Alex Hunter, der Neuzugang der LA Galaxy, steht jetzt bei mir. Alex, deprimierende Niederlage im MLS-Debüt. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wir werden jetzt richtig großfressig. Wenn wir den schaffen wollen, müssen wir uns verbessern, klare Sache. Ich bin enttäuscht. Wenn wir dieses Jahr noch was reißen wollen, muss da mehr kommen, ganz einfach. Die Fans und den Trainer haben wir heute im Stich gelassen. Wir müssen besser werden, sonst wird das nichts mit den Playoffs. Mal ehrlich, keine Glanzleistung, mein Debüt. Die Galaxy-Fans hatten sicher auch mehr erwartet, aber die Hoffnung ist natürlich weiterhin da. Ja, mit danke, Alex. Ja. Wenn wir dann auch auf unserer Position spielen dürfen, dann wird das vielleicht auch was. Aber links zentrales Mittelfeld, sorry, aber das haben wir noch nie gespielt.